Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal einem geilen Random SWB um den 85 plus Winter Wildcard Pick. Man kann richtig geile Spiele ziehen und das Ganze hat mich nur ca. 20 Stunden Lebenszeit gekostet. Ey, ich hoffe, es hat sich ehrlich gelohnt und mit dabei habe ich extra heute die Glücksfee. Sekko, was geht, Gummo? Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Ich hoffe, du ziehst was Geiles, aber bei mir hängt gerade FIFA. Perfekt. Frohes Neues, gesundes Neues, dies, das für ein bisschen Fortnite, ein bisschen gutes Pack-Like wünsche ich euch da draußen natürlich. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt mal ins Pack reingehen, beziehungsweise in den Pick. Vorher lasst natürlich einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wichtig. Wir haben die 50k geknackt, ich werde mir noch was Geiles dazu überlegen. Vielen Dank dafür. Und natürlich Kommentar den Sekunden und abchecken, ihr wisst doch Bescheid. Und dann würde ich sagen, geht's rein in den Pick. Komm hier, ey, persönlich macht das Ding auf. Badland wird der erste Spieler. Weiß ich jetzt nicht. Es kann nur besser werden. Amavi und auf der 3 Wout Vechos, okay. Ismaili. Krieg hier langsam Fieber. Oh, Alexandre Pato. Badland ist es gewonnen. Der war mal. In welchem FIFA war der mal so OP? FIFA 17? Boah, ich glaube schon so FIFA 17 oder so war das. Ja, der war einfach Manuel Neuer Totti, dies, das. Leute, falls ihr euch auch schon mal solche geilen Karten leisten wolltet oder euch vielleicht noch fürs Totti hier nötige FIFA-Points was fehlen, habe ich was Geiles für euch. Denn bei meinem Partner in Leber gibt es die mit Abstand günstigsten PSN-Karten. Dort gibt es durchgehend Rabatte und auch wirklich richtig krasse teilweise. Wie zum Beispiel hier bei den 75er PSN-Karten. Das Ganze natürlich nicht nur auf PSN-Karten, sondern auch auf Xbox-Karten, Steam, also sprich PC-Karten oder auch ganz zumal PlayStation-Spieler am günstigsten, Xbox-Spieler und PC natürlich auch. Link dazu ist natürlich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze ab und geht steht für gönn. Heute SWB, wir fangen von hinten nach vorne an. Das heißt, wir beginnen bei den IVs. Ja. Das sind sie. Okay, also ich denke nicht, dass du die beiden hast. Wenn ja, dann weiß ich, 2023 ist dein Jahr, mein Freund, dann. Excuse me, wir haben 2023. Klar nenne ich dich dann. Rostam und Kehra. Ah, perfekt. Ja, war relativ knapp sogar. Thiago Silva und Koulibaly. Oh, ich schwöre auf alles, ne? Ich hab den hier, ich zeige euch sogar. Ich wollte sogar mit Koulibaly irgendwas bauen. Ich hab den sogar hier, aber. Mach den doch mal rein, ja, schade. Ja, nächste Woche. Soll ich halt rein. Okay, pass auf. Ich gehe in eine ganz andere Liga, weil das ist meine Lieblingsinnenverteidigung. Mit in diesem Spiel aktuell Guardiol vom 1. FC RB Leipzig und dann daneben Lukas Klostermann. Gomez und Konaté war ja, schon. Siehst du, ein neues Jahr beginnt, das ist doch super. Es läuft wieder wie ein Länderspiel, klasse. Jo Jungs, wir machen mal direkt hier weiter und zwar die beiden Außenverteidiger. Ich denke, du hast einen Raum oder sowas aufgeschrieben. Den Raum, perfekt. Und bin ich mit der Eiken gegangen. Zanetti wird's da links. Also wenn du den aufgeschrieben hast, dann komme ich jetzt wieder zurück nach Berlin und gib dir da 100 Gift-Subs so über die Hand, weißt du. Und rechts wird's Wan-Bissaka. Ich hab Raum und Trippier aufgeschrieben. Wichtig, okay. Sehr, sehr wichtig, als ob ich den für die Tokens noch mitnehme. Also bitte, ich glaub's ja aber. Okay, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Ich zeig's extra so, weil es wichtig dafür. Ja, ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen beleidigt, weil ich hab den tatsächlich geholt, den Trippier. Ich hab noch 2 Tokens. Ich dachte mir, komm, nimmst du den mal mit. Trippier. Ach, der kostet nur 2? Ja. Und links Raum. Ja, perfekt, das ist es doch. Ja? Ja, Raum wird's heute mal nicht. Der meinte da irgendwie hier, warte mal, da hat er so, da hat's hier... Ja, mach zu, hat er gesagt. Wir machen weiter. Ich halte rein. 3 ZMs, also es ist in der Theorie möglich. Und ich sehe gerade, ich habe noch eine falsche Formation. Achso. Also ich spiele ja 4-3, die... Achso, du hältst ja rein, ne? Ich halte mal rein, ja. Okay. Sport. Alright, okay, dann fangen wir an. Unser ZM haben wir den Matthäus am Start. Super Link, deswegen Klostermann und Raum eigentlich, aber den Raum darf ich nicht spielen, Jungs. Ja, dann haben wir 2 Franzosen am Start. Und zwar einmal den Rabiot und ein Spieler, ich weiß nicht, ob er tatsächlich noch lebt und Fußball spielt, Paul Pogba. Die Junge, Pogba, oh mein Gott, den gibt's ja auch noch. Ja. Es ist Real Talk, das ist Top 5 der Spieler, wo ich sage, wenn die richtig Bock hätten zu zocken die ganze Zeit, die wären so geist, also nicht nur geistkrank, gut, die wären absolut Weltklasse. Ja. Aber keine Ahnung, was bei ihm los ist. Also ich bin mit Florian Wirtz, der Wirtz diesmal dann wohl nicht, dann Philips und Mario Götze, wo ich die SPC alright habe. Okay, schalte rein. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, im Zentrum wird es bei mir mit meinen Lieblingsspielern Relive, Leon Goretzka. Genau, der hat eine geile Karte, war auch ganz schön teuer, die Karte, muss ich sagen. Ja. 85er Moreno wird es daneben und dann im ZOM auch nochmal ein guter Banger, würde ich sagen. Ehemaliger Dortmund und zwar Jadon Sancho. Musiala, Sané, Philips. Ey, das ist so krass, ne?
So, letzte Runde. Jungs, ich habe irgendwie 3 Spieler aufgeschrieben, aber lass mich einfach in Ruhe. Also, ich weiß nicht, ob du die hast, sage ich ehrlich. Es wird von einem Sturm. Landon, glaube ich, heißt es, oder? Landon Donovan, genau. Das ist so eine Foot Hero, also WM-Hero-Karte. Ja. Dann rechts, warum ich den genommen habe, weil ich habe da Geräte-Bale stehen. Der Typ, jedes FIFA bekommt das eine geile Karte. Ich muss sagen, ist immer mit so mein Lieblingsspiel, jedes FIFA. Also ich feiere den extrem. Und auf der linken Seite, der muss dann halt für Chemie, der Einheit ist ein Inform von, warte, Bunaga. Messi, die Maria Milik. Also, Junge, denkst du, ich komme auf solche Spieler da? Ja, okay, die vorne MLS waren schwierig. Also, die nimmt halt auch sonst keiner. Aber ich würde mal ein bisschen was anderes machen, Leute. Alright. Deswegen, also, ich halte mal, ja, ich halte mal schon mal rein und ich werde mal noch einen von mir suchen hier, den Abend. Der liegt irgendwo fallen. Links habe ich Smolarek. Ich denke nicht, dass du auf Smolarek gekommen bist. Dann habe ich im Sturm, ja, ich würde gerne mit dem spielen wollen, so Giroud. Und rechts habe ich den Serge Gnabry. Das tut weh. Das tut richtig weh. Di Maria, Dembélé rechts und vorne Imo Erne ist der beste Mann. Oh, okay. Ganz sauer Spiel. Okay, du hast einen Bronze nur drin, ne? Ja, da wolltest du einen Keeper haben, ne? Ja, ja, ja. Ich sag ehrlich, ich bin eigentlich nicht so unzufrieden. Passt. Dann schauen wir mal, was wird. Was wird. Das ist es doch. Ein wunderschöner Neujahrskick. Gut, geht in die Runde. Gut, den Ball festgemacht. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und bitte, guck's dir an, ey, dieses Jahr, ich sag's ehrlich, ich werd E-Sport, ich werd kein Spiel mehr verlieren. Ja, wahrscheinlich. Boah. Jaden? 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 Jaden Sancho? Ah. Junge, wie gut ist der Typ für Fortnite? Ja. Wow. Let's go. Das ist da gar kein Thema. Giro, mein Freund. Abfahrt. Ey, Keilo. Ey, guck mal, was jetzt hier schon abgeht. Ich kann nichts machen, ne? Ich kann nichts machen. Ey, was, das ist doch krass, ist doch das. Auf einmal, von jetzt auf gleich, es geht gar nichts mehr. Runter. Hui. Digga, willst du mich jetzt hier verarschen, dass Giro der beste und schnellste Stürmer der ganzen Welt ist, oder was? Was ist denn hier los? Du drehst das Spiel innerhalb von 5 Minuten. Frohes Neues. Donovan. Das ist es. Eiskalt, Junge. Der pinkelt Eismann. Ja. 11 Meter? Ja. Guten Morgen. Okay. Warte, ich habe noch nie so ein schnelles Ding da unten gesehen. Was ist das denn? Ah, let's go, Mann, Patlent. Ey, was? Wie schnell? Hallo? Was? Was war das? Ey, das ist doch ein Shit. Was ist hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Warte mal, du hattest Anstoß und ich hatte den Ball. Ja, ich. Aber was? Ich habe den Ball gar nicht gesehen, ne? Was passiert hier gerade? Was sehen denn meine Augen hier gerade? 6-4? Boah. Ey, ich sag ehrlich, ich hab schon wieder Schmerzen, ne? Ja! Ja, kann man probieren. Okay, 6-4. Ja, entspanntes Tennismatch, ne? Abfahrt. Okay, du hast fertig umgestellt. Warte kurz, habe ich synchronisiert? Ja, ich habe synchronisiert. Okay, let's go. Ich werde es wahrscheinlich jetzt für in Zukunft so machen, Leute, dass ihr wieder die Discards bestimmen könnt. Ihr müsst mir dazu noch auf Insta folgen und dann immer eine DM reinschreiben. Ich blende euch das ja ein. Max Mörderstrich heißt ja. Und zwar, ich würde sagen, heute gehe ich mal wirklich, dadurch, dass es ein random SPB ist mit random Positionen. Du hast 4-3, ne? Ja. Rechter Flügel nicht, sondern ich nehme den linken Flügel. Und ich will eigentlich ein ZM nehmen, aber mein Gefühl sagt mir, dass du was auf der Rechtsverteidigerposition stehen hast. Mach das mal weg, bitte. Rechtsaußenverteidiger? Also Rechtsverteidiger und also einmal so diagonal quer. Ich sag dir mal jetzt Rechtsaußen, also RF, ja. War der Matthäus, damit du es weißt. Ey, das kann nein. Wer waren deine ZMs? Also Kehrer, Gnabry und Pogba. Aber du hast getroffen, Trippier und Butlet. Klopft die da einfach so weg, macht die da weg mit der Runde, würde ich sagen. Lasst dann noch alle um den Daumen nach oben da. Nächstes Mal treffe ich Matthäus, wenn ihr noch ein Abo da, das ist ganz wichtig. Und den Sekunden und abchecken, ihr wisst doch Bescheid. Von daher, und du hast auch noch das Set drin. Liken, abonnieren nicht vergessen, wir sind dann raus. Ciao. We'll be right back.